Tada! 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 Blamok. Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Community-Formats. Na, Community-Format. So richtig habe ich mir noch nicht überlegt. Es ist kein Vlog, es ist aber auch, dass ich mal was von mir hören lasse und so richtig. Ich weiß es noch nicht, vielleicht fällt euch noch was ein. Also, ich habe jetzt schon eine ganze Weile nichts mehr von mir hören lassen. Dafür möchte ich mich in aller Form entschuldigen. Es war einfach der innere Schweinehund, den kennt jeder, sich zu motivieren, aufzunehmen. Aber es gibt Neuerungen. Hinter mir steht jetzt ein Greenscreen, den ich für sehr viele Aufnahmen nutzen werde. Ich muss mal sehen, was ich hier im Hintergrund dann einfügen werde. Und na klar, für meine Kinochecks habe ich ja bisher auch schon gemacht, aber da habe ich einfach nur ein blaues Bettlaken genommen. Naja, das und... In vielen meinen Klamotten ist blau, in meiner Brille ist blau der Rahmen und das war natürlich immer nicht so gut und auch meine Gläser haben eine blaue Tönung. Naja, dann natürlich dementsprechend auch zwei Softboxen, 135 Watt, damit ich auch ordentlich ausgeleuchtet bin, fast ein bisschen zu sehr. Ich sehe das hier auf meiner Stirn. Ja, das muss natürlich alles noch so ein bisschen ausgetestet werden, also da muss ich einfach noch so ein bisschen rumprobieren. Wenn ich beim Kinocheck, da war die Kamera, da musste ich beide nehmen. Bei der Webcam bin ich natürlich viel näher dran. Da ist eine fast zu, also beide sind zu viel, eine ist zu wenig. Ich werde mir da vielleicht mal noch Lampen holen, aber das Problem ist, wo stelle ich die dann auf? Weil die hier, die steht hier, wenn ich jetzt den Arm hochstrecke, sieht man es vielleicht, dass die im Prinzip, die steht so auf dem Schreibtisch, so positioniert, dass sie nicht sehen ist und ist so ein Stück leicht nah, deswegen halt leider die Stirn. Eigentlich besser wäre es natürlich, wenn ich eine links, eine rechts von mir aufstelle, aber dann sind sie halt so, dass sie den Screenscreen hinter mir, der strahlt zurück und wirft dann einen Schatten nach vorne. Und da bin ich, also ich werf selber meinen Schatten auf die Webcam und dann hat die ein ganz komisches Verhalten, dass die mich einmal dunkel, dann wird die von sich aus heller und wirft mich in einen rötlichen Farbraum. Das ist so ein bisschen total merkwürdig. Also so richtig verstehen tue ich das nicht. Also mit den Zweien weiß ich noch nicht. Und wenn ich hier ich hatte hier mal eine 100 Watt Lampe reingeschraubt, dann ist es alles zu dunkel. Also da weiß ich ehrlich einfach noch nicht so, was ich machen soll. Tja, schauen wir einfach mal. So, dann das nächste Thema. For Story Updates gemerkt, die Woche kam jetzt nichts. Und ich hatte mal irgendwann angekündigt, also zwei Tage. Das hat sich jetzt auf eine Folge pro Woche beschränkt. Es tut mir einfach leid für euch, aber mein Credo einfach nur mit Motivation ist ein gutes Video und ich möchte euch nach wie vor nichts einfach dahin geklatscht. Du musst jetzt aufnehmen, du hast kein Thema. Und
Ich bin echt froh, weil als ich dann die Aufnahmen gemacht hatte und im Nachhinein waren dann ein paar Themen dabei, wo ich dachte, oh, da hast du vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen oder einfach auch so ein paar Meinungen kundgetan, wo ich das nicht ausführlich beleuchtet habe und die man teilweise missversteht und auch viel und dann mich mehrfach überschlagen, weil ich halt auch nicht wusste, wie ich soll ich sagen, weil das ist, ich sollte da echt mir merken, warte mal, wenn ich jetzt hier nach hinten gehe, dann passt es eigentlich. Naja, bis auch von oben, ja, hier beleuchtet eventuell. Aber das in Premiere, wenn ich jetzt nach oben, klar, die Brille dann, weil das Licht von oben kommt. Aber wenn ich hier von hinten, da passt das eigentlich. Aber dann werfe ich hier wieder einen Schatten auf den Greenscreen, dann ist es schwierig mit dem Bearbeiten. Naja, schauen wir einfach mal. Wie gesagt, das ist ein Test und ich denke, ich werde dann nach und nach auch besser darin werden, was ich einfach mal hoffe. Wir werden uns das Ganze mal anschauen. Naja, auf jeden Fall, ich hatte gestern eins, gestern war die Straßenbahn-EM und da hatte ich mir gedacht, hey, wie sieht's aus? Mach mal das Ganze einfach mal als Livestream und dann lasse ich als Live-Reaction. Was haltet ihr davon? Oder wenn nicht das Ganze, ich meine, das gibt es ja als Aufzeichnung. Hoffe ich, dass das als Aufzeichnung behält. Und dass man uns da einfach mal, dass ich das einfach mal so ein bisschen kommentiere als Aufzeichnung. Also, was haltet ihr jetzt von der Idee? Ich würde es gerne machen. Ich fände es cool, weil ich dann natürlich Straßenbahn verliebt bin. Und ich sag mal so, da waren auch zwei Fahrerinnen dabei. Die waren nicht. Also, die haben. Das war Brüssel, das war echt eine kleine. Und die aus Dresden, die war auch nicht schlecht. Gut, nur so viel am Rande. Na gut, dann kommen wir aber mal zu dem, wo wir eigentlich immer hinkommen. Da sind ja auch ein paar Kommentare jetzt in der Versenkung, das heißt in der Versenkung, aber wo ich, also da sind einige zusammengekommen, weil ich ja jetzt lange nicht mehr kommentiert habe. Und da gehen wir einfach mal in die Kommentare rein. Ja, und da sind wir auch schon. In den Kommentaren, achso, Moment, so muss ich es ja machen, damit ich da. So, halt die falsche. Das ist so ein bisschen. So, der letzte, den ich behandelt hatte, war ja der Kommentar, dass er mein Video cool fand, war auch gar nicht. Also freut mich natürlich, wenn euch das jedes Mal gefällt. So, dann den nächste. Wirst du auf dem neuen Four Story Server anfangen? Das hatte ich ja schon erzählt. Und ich werde es ja auch noch mal kurz zusammenfassen. Nein, ganz einfach. Ich mag die Ruhe. Ich bin kein PvP-Mensch. Ich werde es nie sein. Ich brauche keinen digitalen Schwanzvergleich. Und auf dem deswegen alle sagen, warum, da ist so nichts los, finde ich klasse auf Roma Park, weil, wie gesagt, ich kein PvP mag, ich ein gemütlicher PvE-Spieler bin. Wenn ich in einer Gruppe mit Leuten spiele, die ich kenne, finde ich umso geiler. Ich weiß, dass ich mal mit der Community was gemacht hatte. Das Problem ist einfach, dass sich heutzutage so unglaublich viele Menschen, die einen einfach nur trollen wollen, auf YouTube befinden und in den Kommentaren. Und es ist einfach so, ich würde wirklich gerne mal wieder was mit euch machen, aber ich habe da keine Lust, mich mit Leuten rumzuärgern, die mir das dann,
die das mir versauen, euch versauen und die am Anfang so, die so tun, als ob sie das mögen, sie wollen, wir machen alles mit, versuchen sich da rein zu begeben, sind wirklich freundlich, höflich und dann, wenn sie dann drinnen sind, machen sie einen auf dicke Hose und versauen einfach allen den Spaß. Und das ist leider Gottes, werden solche Menschen leider immer mehr und das versaut einem das Ganze einfach. Und es tut mir leid, dass ich das dann einfach nur noch auf Freunde und Leute, die ich wirklich kenne, beschränken muss. Man verliert dann teilweise echt den Glauben an die Menschheit. Ich weiß es einfach nicht, was da geschehen ist. Aber gut, dann haben wir dem Russen, oder zumindest er auf Kyrillisch schreibt, da weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist alles wieder in bester Ordnung und ich da bedanke der Nachfrage. Ich glaube, da war irgendwas mit meinem Bein, mit meinem Knöchel oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wie gesagt, danke der Nachfrage. Dann der nächste, da muss ich mal etwas rangehen. Auf jeden Fall, yay, endlich wieder vor Story. Ja, freut mich natürlich, dass du das siehst. Und jetzt kommen wir mal zu zwei Kommentaren. Was ich natürlich akzeptiere, dass du das so siehst, was ich ein bisschen schade finde, das war zum Kinocheck zu, sehe ich jetzt gar nicht, Midnight Sun, genau, Midnight Sun, sehr schlechtes Video und musst du verbessern, nehme ich natürlich die Kritik an, deswegen, ich lösche auch keine Kritik, aber was ich eben schade finde, das habe ich auch drunter geschrieben, ob er mir nicht konkret was benennen kann, was ihm nicht gefällt oder Verbesserungsvorschläge habe, weil für die konstruktive Kritik bin ich natürlich sehr offen und da hat er jetzt nicht mehr geantwortet, was ich sehr schade finde, also das hätte mich echt interessiert, was ihm daran gestört hat, vielleicht, dass ich es einfach auch verbessern kann, weil ich bin natürlich daran interessiert, auch meine Videos und das alles für euch zu verbessern, weil es mir natürlich auch Spaß macht und man lernt ja auch so ein Stück daran. So, dann kommen wir zur nächsten Konversation und da fragt einer, ob ich noch mittlere Tränke des Fortbestandes übrig hast, ob wir mal zusammen spielen können, wenn du magst. Und da ist wieder das Gleiche. Also wegen den Tinkturen müsste ich noch welche haben. Ich glaube, in der Bank sicher bin ich mir nicht. Und ich habe es jetzt natürlich noch nicht geschafft. Meine Güte, ich habe es jetzt noch nicht geschafft nachzugucken. In der nächsten Aufnahme werde ich gleich danach gucken. Ich werde heute auch mal noch aufnehmen, beziehungsweise müssen wir einfach mal schauen, wie sich da meine Lust entwickelt oder auch nicht. Aber ich denke schon, dass ich noch aufnehme, weil wenn ich jetzt einmal in der Aufnahmesession bin, dann kann ich da auch wirklich aufnehmen. Und eventuell werde ich sogar eventuell mit Webcam aufnehmen und dann kann ich ja durch den Screenscreen und mich so ein bisschen blasser machen, das wäre natürlich, was mich an Webcam stört, dass die einfach einen Teil des Bildes verdecken, aber wenn ich mich dann so leicht transparent mache, das wäre eigentlich so, und da hat man jetzt den Stuhl so ein bisschen und den Kopf. Mal schauen. Mein Problem ist einfach, wenn ich dann zocke, dass ich dann so ein bisschen einsacke und wenn ich mich. Aber ich kann ja auch den Stuhl. Ein bisschen sehr weit, aber das ist so meine Gaming-Position. Weil mein Schreibtisch ziemlich niedrig steht.
Und da muss ich. Ups, sorry. Halt noch ein bisschen höher. So, da muss ich dann mal noch. Oha. Ich merke heute so ein bisschen. Ich habe gestern das erste Mal wieder nach meiner 6-monatigen Pause, nach meinem Bänderriss mit knöchernem Ausriss. Klingt sehr toll. War auch sehr toll. War ich das erste Mal wieder laufen und das merke ich natürlich heute ein bisschen. Aber ich gehe auch heute Abend wieder laufen, denn ich will wieder ins Lauftraining rein. Und ich habe gemerkt, es war einfach gestern so toll, wieder loszulaufen. Und von der Seite her mache ich auch da weiter. So, da waren wir jetzt bei. Ah, falsch. Ich muss ja so rum. Ob ich mir mal das merke. So, dann war hier, da hatte ich drüber geredet, Sommerzeit oder Winterzeit. Und mein Resümee war daraus, Sommerzeit beibehalten, Zeitwechsel abschaffen. Und da hat jemand geschrieben auch, dass er die Sommerzeit besser fand. So, dann haben wir... ob ich nach Valo kommen kann, war da die Frage. Und dass ich das einfach nicht schaffe, zwei EPs gleichzeitig zu haben und der Darien-Charakter ist mir total ans Herz gewachsen und später einmal, und da hat er eben auch geschrieben, dass es kein Problem ist, und da bin ich dir auch recht dankbar dafür, dass du das so siehst. Ja, und da sind wir hier auch schon durch, und da sind wir auch schon erstmal wieder ein bisschen in der Talkrunde. Und ja, da gibt's jetzt eigentlich auch gar nicht mehr viel zu sagen. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen zu hoch, weil jetzt bin ich ja ordentlich beleuchtet, oder? Ich muss hier so nach unten gucken. Nein, ich glaube, ich habe mich da jetzt ein bisschen zu weit hoch geschoben. Naja. Wie gesagt, das muss man alles noch so ein bisschen austesten. Oder wenn ich den jetzt so ein bisschen rüber. Ah, ne, der lässt sich ja gar nicht, weil ich den ja. Haha, weil ich den ja so ein bisschen auch fest arretiert habe. Naja, dann habe ich halt eine leuchtende Stirn. Das ist die Erleuchtung. Ich weiß nicht, was ich hier für Blödsinn mache. Naja, wir sind auch schon bei 17 Minuten, hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, man sieht sich. Also macht's gut. Ciao.